Wir gedenken die an oder denken an die Opfer, die damals ermordet wurden. Und ich will dazu sagen, weil sehr viele Leute hier in Deutschland meinen immer, irgendwann muss ein Strich, wie sagt man das, ein Schlussstrich gezogen werden. Das reicht. Man kann nicht die ganze Zeit, jetzt 80 Jahre nach dem Krieg, immer noch die ganze Zeit nur darüber zu reden, was man damals gemacht hat. Viele Leute sagen, ich habe damals überhaupt nicht gelebt. Das interessiert mich überhaupt nicht. Was kann ich dafür, wenn mein Großvater was gemacht hat? Wollen wir nicht mehr davon hören. Man sagt immer so, man lebt so lange, irgendjemand an sie denkt, auch wenn man schon nicht mehr da ist. Aber trotzdem, wenn man an denjenigen denkt, dann lebt er noch. Und diese Menschen haben das nicht. Und bei uns im Judentum ist das auch so, dass man an Toten denkt. Das ist genau das Gleiche, die Christen auch. Sie haben alle Heilige und so weiter. Man geht in die Kirche, man denkt an die Verstorbenen. Und wer macht das normalerweise? Die Familie, die Nachkommen von diesen Leuten. Diese Leute, die damals ermordet wurden, hatten überhaupt keine Nachkommen. Die wurden ganze Familien gestorben. Und deswegen sollen wir das machen. Ich finde, sie haben es verdient, dass irgendjemand an sie denkt. Heute sind das so gemischt. Ich meine, man sieht da Islamisten, die versuchen irgendwo einfach Juden zu schlagen oder umzubringen, aber auch die Rechtsradikale, die sind auch nicht verschwunden. Und deswegen müssen wir das machen, dass wir uns hier absichern und nicht jeden einfach so reinlassen, dass Menschen überhaupt andere Menschen hassen, nur weil sie andere Religion haben oder anderes Aussehen, andere Hautfarbe haben. Ich kann das überhaupt nicht verstehen, dass sowas überhaupt passiert.